Wir können. Hab ich gegessen? Ja. Auf geht's. Ich muss gleich mal testen, wie schnell ist es, wenn ich esse. Mach du. Mega gespannt. Wahrscheinlich wie in World, oder? Weiß nicht. Das weiß ich ja nicht. Tatsache, es ist wie in World. Es ist wie in World. Oh, ist das gut. Mm. Oh, Jotaro. Jo, ho, ho. So. Jotaro, du's. Dingo. Was? Dingo, Dingo? Dingo. Oh fuck, ich wollte gerade das Radchen angreifen, aus Versehen. Hey, warte, das kann man auch angreifen. Wieso habe ich noch keine Ohrstöpsel? Weil ich nicht da bin, ich gehe zum T-Rex, bye. Drecksack. Dieses schlechte Personal. Zuerst lässt mein Hund mich fast sterben, dann das, und dann will mein Supporter mir keine Ohrstöpsel geben. Dio. Dio. Da kam Dio und hat meinen Hund getötet. Da kommt Dio und hat meinen Hund getötet. Ja, ist doch so. Oh Mann, ehrlich. Oh, den Magen kann ich gebrauchen. Ja, damit. Ey, der ist Tigrex. Das Sound ist irgendwie komisch bei mir. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Was genau ist komisch? Ja. Tigrex macht keinen Schnapp-Sound, wenn er mit dem Kiefer zubeißt. Dieses. Ja, irgendwie seltsam. Dieses Klackern. Need backup, need backup. Not anymore. Alter, wie er den Felsen angreift und ich werde davon auch noch erschüttert. Ernsthaft? Hm? Das ist cool. Das ist richtig nice. Wieso habe ich keine Ohrstöpsel? Wieso habe ich keine guten Ohrstöpsel? Oh nein. Ich schmeiß eine Healung. Ich schmeiß keine Healung. Doch, ich schmeiß eine Healung. Ich schmeiß keine Healung. Sicher keine Healung. Ich schmeiß die Healung. Ja, irgendwann schon. Hey. Schon cool, dass sie bei den letzten Quests jetzt die Möglichkeit geben, zwischen Rajang oder nicht Rajang. Und sich wahrscheinlich 90% der Leute für nicht Rajang entscheiden. Ich meine, in den alten Teilen war es so, hey, du kannst gleich weitergehen in die nächste schwerere Stufe. Also musst du nur dieses Rajang Plus besiegen. Viel Glück. Ich eine Woche, drei Controller später, hab's geschafft. Nach 10 Cheatcodes habe ich es endlich geschafft. Danke, danke.
verbrauche nicht gleich alles, nur wenn ich ein bisschen Leben verloren habe. 10 Dickertränke, 10 Tränke, 10 Kräuter, 10 Honig und 10... Ne, gar nicht wahr. 6 Erste Hilfe dabei. Ja, nutz nicht alles, du hast noch nicht so viel. Ich hab genug, Alter, ich bin schon jetzt am Fahren, ich hab jetzt schon fast... Ne, ich hab über 200 Honig. Salam alaikum, jetzt halt die Klappe und mach! Ich hau dir dann echt um. Du hast gar nichts. So. Nichts hast du. Du spielst nur, wenn ich spiele. Privat spielst du nicht. Ganz genau. Haha. Oh, hab ich dein Gesicht kaputt gemacht? Das tut mir aber leid. Komm, ich geb dir einen... Schuss. Launcher? Nein. Nice! Item! Ich geb ihm ein Pflaster in Form eines Kunais. Das explodiert. Doch nichts Schöneres als ein Tigrex zu sehen, der so krass von A nach B geschlagen wird. Jagdhorn so gut ist, es macht Selbstverbesserungseffekt, Ohrstöpsel, Gesundheitsregeneration und Elementarangriff Boost. Und nochmal Elementarangriff Boost, krass. Ja. Ich sehe es. 37 Donner. Mega. Oh, das ist neu. Er hält an und springt dann nochmal stärker los. Material an der Wand. Was an der Wand? Hier ist T-Rex Material an der Wand gewesen. Achso, ja, ja. Danke. Das ist jetzt nicht mehr so unoffensichtlich. Kann man sich noch ein bisschen buffen. Ach, hier ist ein Schwert. Schwert? Also hier war eins, falls du es noch nicht hast. In den Büschen. Ah, nein, das nicht. Da oben ist kein Schwert. Schade. Aber vielleicht da oben. Ne, das ist auch geil. Dinger gehen nämlich kaputt. Oh, schwächelt da jemand? Oh oh. Hey, das war nicht rechtzeitig ausgewichen. Lass mich verarschen.
Aua. Ich bin alt, du Viech! Du bist low, heil doch! Fuck, 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 ich hatte kein Rumble-Feature, ich hab's nicht bemerkt! Greift da weiter an, ah ja, läuft schon. Hab's nicht bemerkt, ich hab kein Rumble-Feature bekommen zum Damage. Es ist ausgestellt, wenn du lädst. Nee. Aber gerade irgendwie nicht bekommen. Wahrscheinlich. Oh. Ja, wenn er lädt, du hast recht. Scheiße, das kann gut sein. Nimm mir Fisch! Kurz schärfen. Wenn ich schön scharf bin. Danke, danke. Es hängt fest. Nice. Jetzt haut's ab. Komm wieder hoch. Ja. Was ist denn mein Kleiner? Oh. Jetzt aber. Jetzt muss der Schwanz aber ab. Willst mich verarschen? Ab damit! Aus! So! Nice! Good job! Zu greedy! Heile uns! Guter Heiler! Taver Heiler! Scheiß. Mach mal los, Kabel. Lauf einfach, ich heil dich. Heal kommt. Oh, fuck, Alter. Ich kauf später. Junge, jetzt hör doch mal auf, mit dir herzurennen. Was geht? Gelähmt. Boi, 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 boi. Diablos! Aber ich glaube, es ist unten. Oder ist es hier oben?
Der ist irgendwo da unten. Was fangen? Kann man zurückfangen? Nee, ich sehe noch kein Symbol. Also ich schaue davon aus, dass es noch ein bisschen Schläge braucht. Na! Wo ist mein Healer? Hier unten beim schlafenden Diablos. Ich meine beim Diablos. Ach, du bist auch hier. Hi, was geht? Oh, also, shit! Er ist nachgesprungen! Das T-Rex ist auf dem schlafenden Diablos gelandet. Geil! Zwar voll draufgesprungen. Du kannst ich reite das Diablos. With pleasure. Das Ding ist erledigt. Land hier unten, T-Rex hinterher. Oh, es ist so am Arsch. Das will einfach nicht verrecken. Dass er keinen Superman-Dive macht. Na gut. Last Punchy! Ja, komm doch, ich bin schneller. Jetzt ist aber down, ey. Ja. Sag ich doch. Easy. Alter, der hat echt viel Leben gehabt. Oh ja, der hat richtig viel Leben gehabt. Nice. Wie der einfach aufs Diablos gesprungen ist, der Spast. Aufs Schlafende. Stell mir vor, du bist das Diablos, du schläfst, da träumst gerade von Kakteen, früh am Morgen, mit Morgentau drauf. Auf einmal landet ein bestialisches, über Blut überströmtes T-Rex mit einem abgeschnittenen Schweif auf dir drauf und schaut dich mit rot unterlaufenden Augen an. Geil. Junge, wie musst du dich da fühlen, Alter? Das arme Diablos hat mir jetzt schon leid getan, irgendwie. Hi, ich bin sexy T-Rex. Was machst du hier? Hast du hier Ärger? Und Diablos so... Oh, Mann, ey. Das ist vielleicht so hier mit Ärger machen. Oh. Ich bin Deutschhase, sind mir nun mal drauf. Oh. Oh Mann, ey, sexy Batman, Junge. Sexy Batman. Oh, Mann, ey. Oh.
silberne Eier, 2 Stück. Das sind Wertgegenstände, die man aus der Objektbox verkaufen kann, gell? Ja, genau. Oh, hoffentlich gibt's noch die automatische Wertobjektfunktion-Verkauf-Taste. Bin mir nicht sicher. Genau. Als nächstes kommt wieder das Almu-Drohnen, oder wie auch immer das Ding heißt. Mhm. Komm ich drauf. Du bist jetzt weg, sagtest du. Nö, ich mache jetzt bis zur dringenden Quest. Also die dringende Quest will ich noch sehen. Ah, okay, na dann. Tigrex-Baum. Wer weiß davon, im Tigrex gibt's natürlich die Doppelklingen mit minus 25% Affinität. Ja gut, das war aber schon immer so, dass die Waffe viel Schaden macht, aber wenig Affinität hat. Ja, aber seitdem nicht für Doppelklingen. Also affinitätsloses Doppelklingen spielen würde ich nicht machen. Ja, ich auch nicht. Ah, wollt ihr mich verarschen? Ah ne, okay. Hier fehlt ein Schmetterlingskäfer. Das heißt, theoretisch kann ich mir... Oh, die Rüstung hat auch schnell Essen. Geistiges Auge und Prügler. Was macht Prügler? Bei niedriger Schärfe. Nee, das lohnt sich nicht. What? What? Sie... Hä? Okay, jetzt bin ich aber ein bisschen... Weiß nicht. Wow. Guck mal, wir haben bis jetzt keine Möglichkeit, anhand von Juwelen Ohrstöpsel-Juwele herzustellen, weil es einfach noch zu früh ist, ne? Ja, jetzt haben wir 5 Ohrstöpsel mit 3 Teilen. Talismänner gibt's auch nicht. Ja. Kommt aber die Diablos-Rüstung hat immer im Helm Ohrstöpsel gehabt. Hat sie jetzt nicht. Die gesamte Rüstung hat nur Blocken, Ausdauerholung und Offensivabwehr. Hm. Sicher, dass es nicht Tigrex war? Tigrex hat auch keine Ohrstöpsel. Nee, Tigrex hat Ohrstöpsel, sorry. Tigrex hat voll Ohrstöpsel, aber Diablos hat da auch immer Ohrstöpsel vorher. Echt? Ja, soweit ich mich erinnere. Erinnere mich ja gerade nicht mehr, aber gut, kann sein. Ja, ist halt so. Hm. Was kommt jetzt eigentlich dran? Das Almudron hast du gemeint, gell? Almudron. Mjaunster-Jäger sind fertig, haben mir Rathalos-Reste mitgebracht und Ragnar-Kadaki-Panzer. Sehr schön. Sehr cool. Ich muss kurz ein paar Objekte aus meiner Box verkaufen. Mhm. Sexy Objekte. Es gibt keine Funktion für Wertgegenstände verkaufen. Ne, Wertgegenstände werden normalerweise automatisch verkauft. Aber ich habe hier diese Silbereier im Inventar. In der Box. Verkauf sie doch. Ja, mach ich. Also Kontoobjekte werden normalerweise automatisch verkauft, quasi. Stufe 25, dann ist es auch nicht. Ich muss meinen Vorrat wieder aufstocken mit Kräutern und Tränken. Ich brauche nur so einen dämlichen Schmetterlingskäfer. Ja, das ist unlucky, man, tut mir leid. Ich wechsle jetzt mal zu Pilzen, dass ich da Pilze dabei habe. Könnten vielleicht was bringen. Ich glaube, Blaupilz brauchte ich öfter. Leichter. Boom, boom, Eis. Skibidi, boom, boom, Eis. Skibidi, wapapapapa. Eis. Skibidi, wap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 
Dicke, klebrige Eier. Geil. Alright, von mir aus kann's losgehen. Hab ein bisschen Eile. Aber mach dir keinen Stress. Aber ich hab ein bisschen Eile. Aber mach dir keinen Stress. Ich mach mir keinen Stress, keine Sorge. Hörst du dir Stress? Hörst du dich? Aber mach dir keine Eile. Oder Stress. So. Magna Malo. Inwiefern da ein Zusammenhang hat mit dem. Ja, schwer zu sagen. Schatz! Das tut weh! Was macht sie denn? Oh, das steckt dir wieder einen Daumen in den Arsch. So leid. Oh, meine. Sie spielt gerade Minecraft. Und sie ist auf eine Wasserquelle gestoßen, glaube ich. Und ertrunken. Hat ihr die es hat ihr die gesamten, die gesamte Schiene, die sie gerade eingesetzt hat, in ihrem Schienensystem weggespült und kaputt gemacht. That's life. Na. Ja, das auch. Jetzt weiß man noch endlich, was diese dämlichen Käfer sollen. In der Demo wurde das ja überhaupt nicht klargestellt. Aber ja, Kamura-Punkte. Was genau meinst du jetzt gerade? Was machst denn du noch im Lager? Achso, hä? Ah! Ich bin hier hingeteleportiert. Ei. Ich habe das Gefühl, der ist auch gegen Donner anfällig. Es ist alles gegen Donner anfällig im Monster The Rise Camp. Außer Rajang. Und außer Basarius. Stimmt. Aber der ist gegen Lähmung anfällig. Ja, das stimmt. Also brauchst du die Waffe wiederum doch. Sag mal, wo ist der? Hier bei mir. Und wo bist du? Hier, bei ihm. Hast du das Gefühl, da schläft wieder Rajang bei Gebiet 3? Auch, und zwar in der Höhle direkt im Berg. Ja. Der Pyramide. Wir sind ja schon wieder. Ich bin auf seinen Felsen gefallen. Das ist schon ein seltsamer Schlamm, der sich gleich verfestigt. Eis. Ich stecke im brennenden Schlamm fest. Es brennt? Was? Achso. Er ist warm. Es ist da kommt drum. Rauch. Es brennt irgendwie, wenn ich da... Warte, was? Was hast du gerade gesagt? Das ist Scheiße, der du da willst. Das ist meine Gaga. Er ist ein Scheiß-Bändiger. Spüre den Code der Gerechtigkeit. Kaka! 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 Geil! Code der Gerechtigkeit! Kaka! Oh Mann, ey. Ich hab's gelähmt. Fuck. Du hast gelähmt, ich bin gleich da.
Danke. Schon mal kurz einen Seilkäfer extra. Wieso habe ich keine Ohrstöpsel? Wir haben Ohrstöpsel. Wieso habe ich keine guten? Ey, ich bin drauf. Oh, das ist noch was anderes. Ich plätte das. Ne, das ist gar nichts. Das war sein Schwanz. Enger! Du meinst der vierte? Der fünfte. Oh, what the fuck? Weißt du, was ich das nenne, wenn da so ein Teil bricht? Breaking Bad. Breaking Bad. Ha. Kugelschreiber. Oh Mann. Auf die Scheiße springen! Du machst jetzt einen Code mit deinem Schweif, so vorsichtig sein. Er macht Kotbällchen. Kotballschlacht! Kotballschlacht! Und Bechok findet das witzig. Ja? Er hat gesagt, finde ich witzig. Oh Mann. Okay, da könnten wir ein Turfing erleben. Wenn wir dafür sorgen. Wird gefressen, du Mistviech. Weiß. Ich find's geil, wie er manchmal hilft mit seinen Schlammgebäuden. Das ist irgendwie dämlich. Ja, ich kann mich gleich manchmal auch verstecken vor den Wellen, die er macht. Ich bin ein viel zu starkes Monster. Ich muss dafür sorgen, dass die Jäger eine Chance haben gegen mich. Anti-Evolution. Anti-Evolution. Oh, es ist noch so warm und kotig. Oh Gott, ich stecke hier fest, ich sterbe, Alter. What the fuck, Mann, er lässt mich nicht raus. Bist du eigentlich auch geheilt, wenn ich was trinke? Ich glaube, ich habe ein bisschen Wirkbereich drin. Ich glaube schon, keine Ahnung. What the fuck, dude? Geh zu klingen, Beste. Wo ist er? Da. Das ist ein Ultimate. Okay. Der sieht schon geil aus. Der sieht richtig geil aus. Der Kackbändiger. Erde. Erde. Und Erde. Vor langer Zeit. Das gibt's tatsächlich mit Feuer. 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 Und Feuer. Das ist wirklich so, die haben das dann so abgeändert, dass die dann Feuerangriffe machen statt ihren Scheiß. Ich muss es mal schicken, kennst du es nicht? Ich glaube, ich kenn's, bin mir aber nicht sicher. Fire. 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 And fire. The Fire Nation was happy until the Fire Nation attacked.
Das ist so geil! Ich hab Ohrstöpsel, die mir nichts bringen! Yeah! Nennt man noch AirPods. Akku? Oh! Disrespect your surroundings! Gar keinen Bock hätte, Kyo. Was denn? Zu wissen, dass mein neues Lieblingsspiel dieses Jahr erschienen ist und ich eigentlich bald gehen muss zum Lernen. Fick dich. Immer bin ich arbeitslos. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Werd zerbissen, du Mistfisch. So. Ich glaube, ich bin gleich tot. Nee, das geht. Du wirst auch geheilt durch mich. Halt nicht so stark, aber so ein bisschen. Achtung! Kackeballschlag! Der Lebendiger. Unsere einzige Hoffnung. Die Welt zu retten. Du musst es warm in dir spüren. Oh, what the fuck? Ganz kurz gemutet. Mich immer nur ganz kurz gemutet. Was will er denn? Wieder da! Willkommen zurück! Kacke Monster! You're so full of shit! Warum habe ich keine Aufstellung? Au. Alter, jedes Mal werde ich von Wellen interrupted beim Healen, Mann, was geht? Schäm dich. So. Wie ist denn der jetzt wieder gesprungen? Na gut, dann folge ich jetzt mal. Ich kann auch Wände hoch, du blödes Mistviech. Ich will diesen Wandlaufangriff oder Wandlaufskill gar nicht wegnehmen. Der ist einfach zu gut. Ich hoffe, der kommt auch als Deko irgendwie raus. Oh, hier ist bestimmt ein Schwert irgendwo. Oben, wir sind in der Höhe. Na egal. Unter dir.
Oh fuck, ich bin tot, ich bin tot, ich bin paralysiert. Tot, 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 paralysiert. Na. Tot, 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 paralysiert. Tot, 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 paralysiert. Na. Am Leben, am Leben, am Leben, weil du mein Leben bist. Oh. Oh. Na. Go! Boom! Wo sind meine Ohrstöpsel? Ich habe dich gefragt, wo meine Ohrstöpsel sind. Da sind sie. Der kriegt gleich ordentlich was ab. Mit Piranhas. Nice. Schöne Piranhas. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, eine Heimatrundflosse. Plus. Uhu. Jojo, hoho. Oho, Jojo, haha, sie sind hier. Aber ich hoffe, es kommt nicht wieder Randale, aber ich bin ziemlich sicher, dass eine Randale kommt. Kommt jetzt direkt danach die Dringende? Ja. Och nö, bitte keine Randale. Aber es kann auch sehr gut sein, dass jetzt das Drachenältestenmonster direkt kommt. Kann auch sein. Ich denke aber, es ist Rajang. Nee, Rajang war ja schon als normale Quest hier. Aha! Das halte ich für unsinnig. Ah, ich bin gespannt, Alter. Also ich hoffe, dass es... Zwei Rajang! Rajang! Nee, es ist kein Rajang. Zwei Rajang! Es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als ein Rajang. Boom! Zwei Rajang. Vielleicht ist es auch die Ibushi-Quest. Bonus-Scene. Irgendeine tolle neue Nachricht. Irgendein blödes Monster ist gekommen. Schon wichtige Neuigkeiten. Alter, wir sind gefuckt. Komm, wir lassen dieses Dorf in Ruhe und gehen. Eklig. Donnerschlange Narva. Ibushi Narva. Okay. Ist das ein neuer Boss? Den kennen wir noch nicht, oder? Mhm. Ibushi Narva? Nee, Narva ist das, ist die Königin und Ibushi ist das Bushi. Ibushi labert doch die ganze Zeit von der Königin. Der möchte seine Königin. Und Narva ist anscheinend die Königin. Die müssen wir jetzt platt machen. Das Drachenälteste folgt dieser Narva. Ja, genau. Interessant. Da zwei Drachenälteste verbunden miteinander, oder was? So habe ich es jetzt verstanden. Ja, cool. Wir müssen sich natürlich wieder alle auf mich verlassen, die kleinen Arschlöcher. Wie, du kriegst... Ich krieg Ärger mit dir, du kleines Missviech, komm! Ich geb dir eine Schelle! Ja eben, alter Sack, wir stehen das gemeinsam durch! Wie mir einfach keiner helfen will. Sa, Satoru-shiu!
Machen wir uns an die Arbeit! Aber jemand möchte dich sprechen. Ia! Ah! Nava! Das ist quasi die Donnerversion von demselben Viech, glaube ich. Ist das dann im Prinzip das neue Drachenältestenpärchen, wie zum Beispiel Theostra und Lunastra? Wahrscheinlich. Was haben wir gerade besiegt? Almudron. Genau. Nein, muss der Drachen. Das war so klar! Der Drachenälteste muss jetzt ein Donnermonster sein, oder? Ah! Schlangengöttin des Donners. So ein Beschiss. Okay, dann brauchen wir jetzt beide eine Wasserwaffe. Nee, eine Eiswaffe, wahrscheinlich. Aber hängt immer vom Monster ab. So ein Beschiss. Mein Käfer habe ich immer noch nicht gekriegt. Scharfschwert wäre auch nice gewesen. Naja, was soll's. Kann man nichts machen. Der möchte mit mir reden? Was will der? Alter, ich krieg jedes Mal, wenn du mir ein Gefällt mir gibst, kriege ich Lebenspulver oder ähnliche Geschenke. Echt? Wo sieht man das? Die Katze auf der roten Box. Die gibt einem sowas. Oh! Interessant. Jetzt habe ich wieder zu wenig Blitzbomben. Wo sieht man das? Gegenseitige Fans? Ach, das? Genau. Das kann aber nicht sein, ey. Butterfly Beetle. Wo sehe ich das, was ich alles bekomme? Gar nicht, du kriegst es ja nur einmal. Ach so, na dann. Scheiße, man hat eine gute Waffe. Ich habe keine gute Waffe gegen das Element. Ah, wieso haben wir so durchgezogen? Ah, ja. Was kann ich mir machen? Kann ich irgendwas machen? Hey, gegen's Durchzogen spielt ja nichts. Das war nicht das Problem. Wir sind jetzt im Endbereich, oder bräuchst du das jetzt? Ich glaub's ja wohl. Butterfly Beetle. Vielleicht kann ich jetzt auf ein ganz anderes eine ganz andere Waffe übergehen. Das wäre irgendwie witzig. So, das Viech ist wahrscheinlich gegen Eis anfällig. Ich hoffe, ich habe kein Barrio-Zeug verkauft, das wäre nämlich dämlich. Ich würde sagen, wir versuchen uns einmal dran, so gut es geht. Und dann machen wir es halt nächstes Mal. Falls es nicht klappt. Ich glaube, ich nehme eine Wasserwaffe mit tatsächlich. Ich probiere es mit Wasser. Ja, klar. Ich kann gerade keine stärkere herstellen. Nicht so praktisch. Was kann ich denn herstellen? Gibt's eine, die ich herstellen kann? Nö.
Oh boy. Ja, wird schon. Oh, warte mal kurz. Tränke. Ja, Tränke habe ich noch genug dabei. 150 habe ich auch so. Und dann brauche ich Radianschuppe. Dann passt das schon wieder nicht. Ne, ich kann keine bessere Waffe mehr herstellen. Das ist... Pass ich. Dann sehen wir mal, ob wir so aufgeschmissen sind. Habe ich gegessen? Ich glaube ja. Aber sicher bin ich mir nicht. Nee, habe ich nicht. Oh, ist so Dango. So süß. Are you sure about that? Alright, boy, let's go. Uff. Mal sehen, ob das was wird. Bin gespannt. Aber immerhin keine Randale. Da bin ich sehr glücklich drüber.